Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um den besten Business Class Sitz 2021, jetzt im September. Ganz, ganz wichtig, es geht nicht um den Service, es geht nicht um das Essen, es geht nicht um irgendwie irgendein Shishi drumherum wie Lounge oder sonst was. Es geht wirklich nur um den harten Sitz. Das heißt also, manchmal ist auch weich der Sitz, hoffe ich, oder Mario? Also Hofmeister muss ich doch sagen. Ja. Ja, Kosten, hey. Genau, manchmal ist er auch weich. Das ist dann vielleicht nicht so gut oder auch gut, je nachdem, ne? Genau. Aber zuerst mal das Intro und dann geht es direkt weiter mit dem besten Business Class Sitz in 2021. Wir werden euch 5 Stück vorstellen. Willkommen zurück bei Frequent Traveler TV. Ihr wisst ja am Anfang immer wieder abonnieren, wenn ihr es nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, danke dafür. Überprüft, dass ihr die Glocke angemacht habt und vor allem kommentiert unten und liked diesen Beitrag. Mein Name ist nicht wichtig, denn auf der anderen Seite ist der Hofmeister. Und, hallo Hofmeister. Hallo Corsten. Und der Corsten ist derjenige, der immer hier die Einleitung spricht. Der hier das Ganze hinrotzt. Lasst uns in die Thematik der Business Class Sitze eintauchen. Wie ich ja schon im Intro gesagt habe, es geht halt wirklich um die Hard Facts des Sitzes. Mario, was ist wichtig in deiner Meinung für einen Sitz? Was macht einen Business Class Sitz aus? Ja, da gibt es natürlich ganz viele Kriterien. Einmal, du hast es schon angesprochen, ob er weich oder hart ist, also mit anderen Worten, ob es ein bequemer Sitz ist, auch für längere Strecken, insbesondere dann auch, und das setzen wir jetzt mal voraus, dass man den Sitz auch in eine waagerechte Position, eine komplette waagerechte Position bekommen kann, damit er dann auch als Bett fungiert. Auch da muss er entsprechend natürlich bequem sein, dass er ein Maximum an Privatsphäre mehr oder weniger geben kann, dass auch die Verarbeitung und alles, was um den Sitz herum ist, entsprechend gut ist. Und ja, dass man auch, was den Zugang zu dem Sitz angeht und dergleichen mehr, dass das alles bequem und gut erreichbar ist. Und aufgrund dieser Dinge scheiden ja von vornherein schon mal einige Business-Class-Sitze einiger Fluggesellschaften aus, zumindest im Moment noch. Ganz genau, also du spielst hier ja natürlich auf die Lufthansa, auf den Füße-Sitz an. Ganz klar ist der natürlich nicht bei den Top 5 mit dabei. Und die Top 5 sind auch nicht ganz ernst gemeinte Ranking, muss man da ehrlicherweise sagen, weil das Ranking ist so ein bisschen subjektiv. Die Sitze an sich selber sind alle super und sind alle top. Wir werden sie natürlich gewichten, aber wenn ihr da andere Sitze bevorzugt, wenn ihr sagt, hey, ich mag den Sitz mehr, weil der so oder so ist, kann ich verstehen. Ich weiß auch zum Beispiel bei mir, weil ich relativ breite Schultern habe, ich passe ja noch nicht mal hier ins Bild mit meinen Schultern, weil der Mario so viel Platz wegnimmt. Und das ist bei den Sitzen halt ein Riesenproblem teilweise. Selbst in der First Class habe ich das schon erlebt, dass es First Class Sitze gab, die da in der Schulter die Breite nicht gegeben haben. Also insofern, das ist halt ein Riesenthema. Aber lasst uns mal den ersten Sitz einfach mal anschauen, und der erste Sitz ist der Sitz von British Airways, der in den 777 eingebaut ist, nicht in allen. Den habe ich euch jetzt als Bild einfach mal eingespielt, da könnt ihr das mal sehen. Die Dame genießt den Sitz. Ich finde den Sitz aus mehreren Gründen sehr schön. Ich finde ihn einmal von der Farbstellung sehr schön. Ja. Und also dieses Schwarz und sehr, sieht sehr, sehr edel aus. Ich finde auch interessant, dass, was sagst du, Mario? Ja, ich stimme dir zu. Er stimmt mir zu. Und vor allem, man kann die Tür zumachen. Das heißt also, dass man schon fast ein First-Class-Erlebnis hat bei den sogenannten British Airways Club Suites. Und die sind ja auch in dem 350er ähnlich drin. Und diese sind schon wirklich ein Sprung. Also da muss man das ganz klar sagen. Also um nochmal die Flugzeuge zu nennen, wo der Sitz drin ist. Das ist einmal natürlich die A350-1000er, wo er auch vorgestellt worden ist. Dann die 787er Dreamliner in der 10er Länge Variante. Und dann natürlich einige ausgewählte 777s, 300er ER, wenn ihr es richtig im
Kopf habe. Also ich finde diesen British Airways Class Sitz sehr, sehr gut. Auch vom Finish her. Mario, was ist dein Eindruck von dem Sitz? Ich kann dir da absolut recht geben. Was ein Highlight ist, ist ohne Frage, dass man quasi den Sitz mit der Schiebetür ja mehr oder weniger abdichten kann. Das ist schon ein ziemliches Erlebnis. Vor allen Dingen hat es mich gewundert, dass zu der alten Business Class bei British Airways das wirklich ein Quantensprung ist. Das muss man sagen. Der alte Sitz war ja immerhin schon ein flacher Sitz, sodass man ihn, auch als Bett benutzen konnte. Das ich wollte gerade schon sagen, antiker Sitz. Ja, sein antiker, es war sein einziger Vorteil, aber da sind wir bei einer großen deutschen Fluggesellschaft immer noch auf der sogenannten Rutsche geflogen, als die British Airways da schon hatte. Ansonsten erinnert er mich, bis auf die Tür, die man zumachen kann, so ein bisschen an den Sitz, den auch die SAS in ihrer Business Class in der neuen verbaut hat oder Air Canada, auch so von der Anordnung und von dem kleinen Display, was da ist. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde ihn auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, British Airways hat damit wirklich ein ziemlich gelungenes Produkt in ihre Flugzeuge gebracht. Ja, und schon sind wir dann bei Platz Nummer 4. Das ist JetBlue, unser Low-Cost-Carrier, der eigentlich kein Low-Cost-Carrier ist, mit seinem Mint Studio bzw. mit seiner Mint Suite sogar, weil das so eine, es ist eine Mischung, die Suite aus einem Business-Class-Sitz und sagen wir fast First-Class sagen, weil er ist schon First-Class-mäßig, weil ich bring mal jetzt ins Bild, wie das so schön heißt, euch mal den Sitz, also einmal den Sitz in der Fischgräte, das ist das der Sitz von der JetBlue, den man kaufen kann, hätte ich fast gesagt, für normales Geld. Es sind 24 Stück, die da drin sind. Und besonders in den A320LR, die über den Atlantik fliegen. London wird ja angeflogen mit zwei Flughäfen von New York aus. Auch von Boston soll es bald losgehen. Also das ist ein super Sitz. Auch ihr seht hier, dass man den zumachen kann. Das finde ich sehr gut. Und ganz wichtig, also ich betone es, es ist an einem A321 XLR oder ein LR, XLR ist ja noch nicht ausgeliefert, aber ein LR, also in der Long-Range-Variante, da muss ich schon ehrlicherweise sagen, da habe ich ja fast schon nichts dagegen, dass man damit dann auch über den Atlantik fliegt, weil man da ja wirklich sehr viel Platz drin hat. Und wenn man dann noch das nächste Bild sich anguckt, und das ist das Mint Studio, das ist ja mal richtig geil. Also wenn man sich das mal anguckt, wie groß die Liegefläche ist, Mario. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Das ist ja auch so ein bisschen unser Geheimtipp. Den hatten wir ja auch schon öfter mal hier vorgestellt. Wir selber wollten ihn auch schon längst ausprobiert haben, aber die Amerikaner lassen uns ja leider immer noch nicht rein. Also das ist schon eine ziemliche Wucht, muss ich sagen, für einen vermeintlichen Billigflieger. Ja? Also der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da gar nicht so sehr auffällt, dass man halt in einem Schmalraumflugzeug fliegt und nicht in einer Großraummaschine. Ja, also absolut. Da gibt es für mich kein Vertun. Also das ist, wenn das in jedem A320er eingebaut werden würde, dann würde ich nur noch 320er fliegen und würde sagen, hey, what the fuck? Ich habe da kein Problem mit. Also insofern, ich finde das geil. Also wir freuen uns auch drauf und wir werden da auch mal einen Report von machen. Wir träumen da noch von. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir nach Amerika kommen. Das Projekt läuft, also seid da versichert. Stay tuned. Dann die nächste Stufe wäre die Stufe Platz Nummer 3. Wir hatten ja 5, 4 und 3. Wäre Etihad in dem Fall. Da will ich euch auch das Bild einfach mal reingeben. Ihr seht, da ist keine Tür im klassischen Sinne, dass man es zumachen kann. Aber der Sitz als solches ist in meinen Augen sehr, sehr schön. Warum einmal? Ich find die Farben schön von Etihad. Man muss jetzt unbedingt nicht die türkise Tasche, die da hinten steht, mögen. Das ist jetzt so eine andere Thematik. Aber grundsätzlich, ich finde diese Etihad-Farbgestaltung sehr schön. Ich bin ja auch Platinum bei Etihad. Deshalb muss ich da jetzt auch gut drüber reden, damit ihr nicht denkt, ich hätte eine schlechte Wahl getroffen beim Vielfliegerprogramm.
Und die sind halt in den 787 und sie waren auch in den 380ern, wo man sagen muss, waren, weil die 380er ja leider nicht mehr fliegen. Und ganz wichtig ist übrigens bei den Sitzen bei Etihad, wenn ihr Business-Class-Sitze habt, die in Flugrichtung sind, haben mehr Platz nach vorne, also sind längere Betten, als die nach hinten gucken, wenn ihr welche habt. Da sind dann die Flüge etwas unangenehmer, weil die Liegefläche kleiner ist. Gerade für mich ganz, ganz wichtig, das als Insider-Tipp. Aber Mario, gib uns mal deinen Input zu diesem Sitz. Was hältst du von dem Dreamliner-Sitz von Etihad? Ja, muss man ja auch noch sagen, ganz wichtig, ein guter Business-Class-Seat ist ja auch Business-Class-Seat, der lang genug ist. Also am besten mindestens 2,05 Meter oder vielleicht sogar noch 2,10 Meter. Denn damit man wirklich dann auch die etwas größeren Fluggäste dort noch glücklich machen kann. Ansonsten würde ich dir recht geben, ich finde auch die Farbgestaltung und auch die Materialien, die dort verwendet werden, wirklich sehr, sehr angenehm. Auch die Anordnung der Sitze und ich finde, man hat auch noch eine sehr ausreichende Intimsphäre, auch wenn man den Sitz oder den Sitzbereich jetzt nicht wie bei British Airways mehr oder weniger mit einer Tür zuziehen kann. Eine absolut gelungene Business Class, ein absolut gelungener Business Class Sitz, so muss man mal sagen, mit allem drum und dran. Ja, ganz genau. Wobei in der Schulterbreite war er ein bisschen eng für mich. Ja. Also insofern da einfach Abzüge in der B-Note. Also das Leiden auf hohem Niveau. Und jetzt gibt es den zweiten Platz. Und der zweite Platz ist eigentlich nicht richtig, weil wenn wir einen ersten Platz haben, wo wir zwei Fluggesellschaften auf denselbigen haben, also zwei erste Plätze, dann würde es ja gar keinen fünften Platz geben. Aber da Anna ja so weit weg ist von uns und wir nicht so wirklich die Möglichkeit haben, mit denen so richtig zu fliegen, haben sie den zweiten Platz bekommen. Warum? Ganz einfach für The Room. Und jetzt sagt man, The Room in der Business Class? The Room. Ja. The Room, ja, the also room. Das Zimmer. Und wenn ich euch das Bild einspiele, dann werdet ihr sagen, Alter, das ist ja wohl mal Hammer. Ganz genau. Warum? Weil so viel Platz wieder ist, das ist wirklich der Hammer. Und die sind halt in den 777s, auf den 777-300ER und es werden halt auch jetzt weitere Maschinen noch retrofitted, wie das so heißt, also das heißt, die schon in Betrieb sind. Und Es ist wirklich, wären sie in Europa angesiedelt, dann hätten sie den ersten Platz gewonnen, aber in dem Fall halt nicht. Und die Business Class Sitze von All Nippon Airways, die sind absolut unglaublich. Jeder Sitz hat eine massive Anmutung, hat eine massive Tür, hat eine massiven Amount oder Menge. Ich lese das gerade von der Anna-Webseite ab. Platz. Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Da gibt es gar nichts. Also ich kann das Bild nicht mehr länger stehen lassen, weil sonst muss ich echt denken, da will ich mit fliegen. Also The Room, das ist schon tipptoppes Produkt. Mario, was hältst du davon von The Room? Ja, wenn man die Bilder sieht, auch von der Liegefläche, da kannst du ja theoretisch mit deinem Kind auf einem Sitz fliegen. So viel Platz ist da. Das ist schon ganz faszinierend. Wir sollten vielleicht mal gen Japan fliegen mit der 777. Das dürfte wahrscheinlich, auch die Größe der Bildschirme finde ich faszinierend, das dürfte schon ein ziemlich einmaliges Erlebnis sein. Und wenn der Sitz tatsächlich auch noch von der Bequemlichkeit, also was das Liegen angeht und die richtige Härte hat, dann muss man schon sagen, ist das schon ein ganz, ganz hoher Standard. Ja, also wie gesagt, ganz faszinierend und da oben wirklich ein ganz, ganz enges Rennen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unten in der Kommentarspalte einfach reinschreibt, welchen Sitz ihr bis jetzt gemocht habt, was du mögst. Und ich sage es nochmal, also es ist jetzt kein ernsthaftes Ranking, weil es ist Leiden auf hohem Niveau. Alle Sitze, die wir euch vorgestellt haben, sind tipptopp. Der Gewinner
Und der Gewinner ist es deshalb, weil wir wirklich aus Europa eine engere Beziehung dazu haben als zu den Japanern. Das ist Qatar Airways mit der Q-Suite. Ich weiß, ihr wusstet, dass die jetzt natürlich kommt. Wer das Bild noch nicht kennt, ich kann dir nochmal einen Render geben, weil das ist der Grund, warum wir die, oder warum das der Gewinner ist. Weil ich meine, wo gibt es das, dass du eine Suite hast, wo du mit einer ganzen Familie von 4 Leuten dir gegenüber sitzen kannst, zusammen essen Ja. kannst, spielen kannst, Wein, Weib und Gesang machen kannst, also wirklich so flexibel, so privat, da brauchst du keine First Class mehr. Das ist jetzt noch ein Bild aus 2017, wo die ja eingeführt worden ist, auf den 777-200LR, 300er ERs, auch 777s oder auf den 350er 1000er und auf einigen ausgewählten A350-900. Also leider da keine Ausrollung oder nicht ausgerollt worden in der gesamten Flotte. Aber für mich ist das der Gewinner alleine aus dem Grund, weil du aus 4 Sitzen ein Club-Suite machen kannst. Das heißt also, du, wenn du mit einer Familie unterwegs bist, Mario weiß das ja, Ja. geil, phänomenal, Ja. absolut vom Produkt her. Auch Attention to Detail, wenn man reinkommt, die Kissen, die da sind, das Täschchen, also top, top, top. Ich weiß, ich wollte das drumherum nicht mit bewerten, aber nur den Sitz. Ich bin auch nur ein Mensch oder ein Mann am Ende des Tages. Also insofern, der Sitz selber ist einfach von seiner Flexibilität in meinen Augen phänomenal und super toll. Also Mario, was möchtest du dir noch hinzufügen? Gibt es noch was, was du sagen kannst? Ja, du schwelgst ja schon in Superlativen, aber du hast natürlich völlig recht. Zu dem Sitz gehört vielleicht nicht das erwähnte Täschchen, aber ja auch das Raumgefühl, hatten wir ja am Anfang gesagt. Das ist ja ein wichtiges Bewertungskriterium. Und eben dieses ist natürlich gerade bei der Möglichkeit, da wirklich ja, quasi so einen Clubraum aus 4 Sitzen zu machen. Das ist schon phänomenal. Also da gibt es gar nichts. Und das muss ja nicht nur die Familie sein, das können ja auch, weiß nicht, 4 Freunde, 4 Geschäftspartner, 4, was auch immer sein, wenn man da die Möglichkeit hat, dann quasi da, ja, du hast schon recht, das ist ja im Grunde wie eine kleine First Class, die man dann so für sich hat da, wo man ziemlich für sich ist. Das ist schon ein Produkt, was seinesgleichen tatsächlich sucht. Und insofern muss man da sagen, subjektiv, aber auch ein Stück weit objektiv, das ist schon, was den Sitz angeht, die Raumaufteilung und den Raum als solches, das ist schon eine klare Nummer eins. Ja, also ich muss euch von meiner Seite aus sagen, auch hier bin ich Qatar Platinum. Was auch sonst. Natürlich, I'm sorry. Muss ich einfach sagen, es ist ein Top-Produkt, also da gibt es wirklich gar nichts. Und nochmal, ich fordere euch auf, nochmal unten reinzuschreiben, Ja, was mach ihr mal. davon haltet, von unserer Bewertung, welchen Sitz haben wir von eurer Seite aus gesehen vernachlässigt, welcher Sitz muss da unbedingt rein. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der neue Lufthansa-Sitz aus der Business Class, der ja eigentlich so eine Premium-Business Class werden soll mit 2,20 Meter Länge vom Bett, dann würde das für mich natürlich rocken. Das wäre dann Platz Nummer 0, Boardinggruppe 0. Also das heißt, da gibt es nichts anderes. Wir hoffen darauf, dass die Lufthansa da wirklich neue Maßstäbe setzt. Aber schreibt wirklich unten die Kommentare rein. Handbewegung dazu muss ich ja machen. Und ganz, ganz wichtig, liked das Video, damit wir da in Dialog steigen können. Also wir freuen uns wirklich. Und vielleicht werden wir auch eine Business Class für euch einfach mal real testen. Und dann werden wir das dem Hoffmeister-Test unterziehen. Jawohl, dem Hoffmeister-Test. Wobei Ja. ich ja noch durchaus unter den ersten 10 ja durchaus auch noch einen Sitz der Lufthansa-Gruppe mit aufnehmen würde. Unter den ersten 10, würde ich sagen. An Position 10,0 oder welchen Sitz meinst du da? Nein, ich meine zum Beispiel den Business-Class-Sitz der Swiss in der neuen 777, insbesondere dem sogenannten Thron. Also Aber den Sarg. das sind halt nur einzelne Sitze. Die finde ich schon durchaus konkurrenzfähig. Da gibt es meines Erachtens gar nichts. Und auch die beiden Sitze in der Mitte, wo man ja quasi auch eine Trennwand hat oder halt auch nicht. Ich finde, die sind auch
durchaus ziemlich konkurrenzfähig. Da gibt es meines Erachtens gar nichts. Sind die nicht für dich zu flach am Boden, beziehungsweise dass, wenn jemand vorbeiläuft, dass das nachschwingt und auch dieser Kasten dich auch sehr einengt? Also ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich drehen kann. Ja gut, du bist halt kleiner wie ich. Ja, bin halt kleiner, ja. Zwar relativ lang, aber halt kleiner sonst, ja, das ist richtig. Na gut, ich bin länger. Wir warten ab, was uns die Lufthansa dann demnächst bietet, und wir sind auch auf den, ja, auf den Sitz dahin sozusagen gespannt, den es ja geben soll, sozusagen auf dem Weg zur ganz neuen Business Class, die Zwischen-Business Class. Auch das werden wir dann kritisch unter die Lupe nehmen. Ja, in der 787, die ja nach München kommen soll, sogar noch dieses Jahr. Also wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart in der heutigen Ausgabe. Ja. Heute mal so ein bisschen von uns, ein bisschen Feedback, weil ihr uns gefragt habt, welcher Business Class Sitz ist eurer Meinung nach der beste. Da auch nochmal der Hinweis, wir fordern euch auf, uns Themen zu geben, wenn ihr etwas bearbeitet haben wollt. Ihr seht, wir bearbeiten das ab. Ich glaube, das hatten wir schon irgendwie relativ lange auf der Agenda. Ich glaube, seit Juni oder Anfang Juli. Ich weiß es jetzt nicht ganz, ich muss mal nachgucken. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer uns die Frage geschickt hat. Aber wir haben es abgearbeitet, wir haben es geschafft. Also abonnieren, Glocke an, kommentieren, liken, egal in welcher Reihenfolge. Unten kommentieren auf jeden Fall. Also danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, und bis bald. Ciao. Ciao.